Therapist im Tinnitus, Salo Sigmaneto. Und damit willkommen zu John Sinclair Night Talk. Wir haben etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Neben mir sitzt der Ian Rolf, der Hill, Florian Hilleberg. Und ihr wisst, wenn er da sitzt, sag mal erstmal guten Tag. Guten Tag. So macht man das, genau. Wird's ein bisschen nerdig, aber wir haben uns nämlich was überlegt. Wir machen eine kleine Reihe. Mhm. Es ist keine Personalakte, kein Dämonendossier. Viele von euch, einige von euch, manche haben uns gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich mit den Hörspielserien? Wo fange ich da an? Bei welcher Serie fange ich an? Wie stehen die Hörspielserien zueinander? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, reinzukommen? Deswegen, ich glaube, du bist auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen jetzt mal eine Einführung in die Hörspielserien. Das kam doch, ist doch auf deinem Mist gewachsen. Nee, nicht wirklich. Ja, das doch, ist aber du warst Mist die Treib... Ja, ich hab das dann umgesetzt, quasi, was wir dazu brauchen. Oder was die Fragen sein könnten, die sich dann da stellen. Ne? Ja, aber wir stehen dann manchmal so, nachdem wir das aufgenommen haben, stehen wir dann irgendwo in irgendwelchen Gängen hier oder vor den Katakomben hier bei Lübbe in Köln und fragen uns, was können wir eigentlich als nächstes mal machen? Und dann kam eigentlich die Idee, was eigentlich so eine naheliegende Idee ist. Ich meine, wir haben ja schon über Hörspiele gesprochen, wir hatten schon Hörspielmacher da, aber wir haben noch nie wirklich über die einzelnen Serien quasi so intensiv gesprochen. Und wir wollen das wirklich jetzt mal als Anlass nehmen, euch vielleicht, die ihr jetzt neu in dem Thema seid, denn es kommen ja auch, das ist ja das Tolle bei Sinclair, es kommen ja auch neue Leute dazu, ganz genau, zu fragen, wo kann ich jetzt ansetzen, welche Serie ist für mich gemacht. Beziehungsweise, wenn man neu in diesen Kosmos kommt, dann hat man ja auf einmal diese 4, 5 Serien da und weiß nicht, okay, wie stehen die zueinander? Genau. Und die haben ja auch eine ganz eigene Tonalität, worauf wir jetzt ja gleich zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Apropos Kosmos, schönes Stichwort. Schickes T-Shirt hast du an, ja, das ist jetzt ein bisschen genrefremd uns, aber das ist Popkultur auch natürlich Masters of the Universe. Übrigens auch eine sehr schöne Hörspielserie. Ja, aus den 80ern. Europa. H.G. Francis von Europa, auch sehr, sehr schön. Aber lass uns mal dann in den 80ern auch bleiben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du dieses Outfit dir ausgesucht hast. Es gibt eine ziemlich hohe Überschneidung zwischen den Masters of the Universe-Fans und den Sinclair-Fans, gerade aus den 80ern. Und ich kenne auch einige Masters-Fans. Das ist gerade auch bei den Hörspielen sehr interessant. Aber lass uns mal in den 80ern bleiben. Mhm. Wir reden von 1983, von dem Jahr, als die ersten Sinclair-Hörspiele erschienen sind. Genau, also wirklich die allerersten. Die allerersten. Hörspiele. Genau. Tonstudio Braun, die Legende. Ja. Sozusagen. Grüne Kassetten kamen raus, ich habe es mir aufgeschrieben, Juni 83. Ja. Kam das aus dem Nichts oder kannst du dich daran erinnern, als du deine erste Tonstudio Braun... Als ich meine erste Tonstudio Braun Kassette gekauft habe, das war die Nummer 90, also ich kann mich an die Anfänge nicht erinnern, da war ich 3 Jahre alt. Als die erste Kassette rausgekommen bin, war ich 3 Jahre alt und die Erinnerung verschwimmt. Okay, ich denke immer, wir sind, weil wir uns so gut verstehen und so auf so einer Nerd-Ebene, dass wir auch irgendwie gleichaltrig sind, aber du bist um einiges jünger. Ja, okay, aber du kannst dich trotzdem an deine erste Tonstudio Braun erinnern. Meine erste Tonstudio Braun-Kassette kann ich mich wahnsinnig gut erinnern. Ich habe ja zusammen mit meiner Schwester so ein bisschen angefangen zu lesen. Also eigentlich war ich derjenige, der die Hefte habe ich ja schon oft erzählt, der die Hefte ja am Kiosk gesehen hat. Und irgendwann kamen wir in einem Kaufhaus, haben wir die gesehen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir die zuerst im Kaufhaus gesehen haben oder zuerst von Freunden oder so. Auf jeden Fall gab es die bei uns in Uelzen in einem Grosso. Ich weiß nicht, ob irgendeiner noch die Grosso-Märkte kennt. Mit Grosso, das klingt italienisch. Kennst du die? Grosso, ich weiß gar nicht, wo die überhaupt überall, wo es die gab, aber das ist halt so eine Kaufhauskette mit so einem orangen Bären gewesen, ganz skurriles Logo. Mhm. Und dort gab es halt wirklich in der Hörspielabteilung gab es die Kinderhörspiele, ne? 3 Fragezeichen, Masters of the Universe natürlich. Und dann gab es wirklich eine ganze Reihe nur mit diesen grünen Kassetten. Aber von welchem Jahr reden wir da jetzt bei dir? Wann hat der kleine Florian in Uelzen? Der kleine Florian, das muss tatsächlich noch 1990 gewesen sein, weil 89 habe ich angefangen zu lesen und dass das mit den Hörspielen kam, das ist ein Jahr später ungefähr so gewesen. Also es muss 90 gewesen sein, vielleicht sogar 91. Auf jeden Fall nicht später. Und meine Schwester und ich, wir waren dann halt, und wir standen halt davor und das Geld, wir hatten ja Taschengeld und so weiter, das reichte natürlich für eine Kassette so maximal. Und ich hatte meine Schwester dann überredet, sich auch eine Kassette zu kaufen. Ne?
Hat's geklappt? Hat's geklappt. Das war ja aber auch eine tolle Zeit, weil du dir wirklich überlegen musstest, was kaufst du und welche Folge kaufst du. Das war ja bei Vinylplatten ja auch so. Man hat ja die Tonträger, also ich habe das immer gemacht, besucht im Laden. Ja. Und ich habe gesagt, so, ah, die kaufe ich nächste Woche, dann habe ich das Geld. Ne? Ganz genau. Also es ist nicht so dieses Überangebot gewesen, von dem man erschlagen wurde. Eben nicht irgendwie Spotify oder online oder was, sondern einfach du das Produkt selber feststofflich, physisch quasi zu kaufen und auch wertzuschätzen. Ich meine, da machen wir jetzt eine Tür auf, lass mal die mal zu. Aber welches war denn deine erste? Meine erste war Der Unheimliche von Dartmoor, Folge 90. Ja. Und meine Schwester hatte dann Folge 1, weil sie gesagt hat, das muss ja, ne, wir haben ja noch keine, wir müssen erst wir müssen Franz von vorne anfangen. Genau. Ne, die Folge Nummer 1, das Horrorschloss im Spessart. Und das war ja auch eine Herausforderung beim Tonstudio Braun, denn, kommen wir direkt ins Thema, die Reihenfolge. Haben die gewürfelt? Was haben sie gemacht? Gab es da einen Plan? Hatten die einen Plan? Ich glaube, anfangs hatten sie so etwas wie einen Plan, aber der ist dann irgendwann so umgeworfen worden, dass sie dann, wie du schon gesagt hast, der Eindruck entsteht, die haben gewürfelt. Es geht über Tische und Bänke. Es wurde echt Höcksken, Stöcksken. Ja. Es ist wirklich, also deswegen kann ja auch gar keine fortlaufende Geschichte so in dem Sinne stattgefunden haben. Nee, bei also das muss man sich ja auch erstmal bewusst machen, wenn man jetzt mit den Tonstudio Braun Folgen anfängt, die es ja jetzt auch als CD von Lübbe Audio gibt, als Neuauflage. Und die haben natürlich ihre Nummerierung von 1 bis 107 beziehungsweise bis 108 mittlerweile. Aber es ist keine fortlaufende Serie, wie wir sie kennen, wie wir sie von der Edition 2000, also von den aktuellen Hörspielen her kennen, sondern das sind eigentlich einfach erstmal nur vertonte Romane und so, wie sie halt geschrieben sind. Und da hat sich keiner irgendwie Gedanken über Anschlüsse gemacht oder so. Ne? Und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass man vielleicht mal bei einem Sinclair-Sprecher bleiben könnte, sondern es waren insgesamt, glaube ich, drei. Ne? Es waren drei Sprecher. Ich glaube, der prominenteste war Peter Bongartz, auch ein Fernsehschauspieler und Filmschauspieler auf jeden Fall. Und es gab keine Sprecherangaben in den Kassetten. Nein. Das war alles sehr, sehr mysteriös. Wir wussten alle nicht, wo kommen die Sachen eigentlich her. Es stand wohl drauf, irgendwas mit Wiesbaden. Mittlerweile weiß man Wiesbaden, natürlich. Aukam-Allee, glaube ich, hieß es. Irgendwann, es war auch ein Hotel. Und mittlerweile wissen wir das ja alles. Wir hatten ja auch schon Michael Braun hier zu Gast. Ich verweise jetzt nochmal drauf, falls ihr noch mehr in die Geschichte vom Tonstudio Braun reingehen wollt, guckt euch einfach mal den Night Talk an mit Michael Braun, den ich vor einigen Jahren hier hatte, mit dem Sohn von der Familie Braun. Der ja auch einiges erzählt hat, wie das damals war. Sie haben die Lizenz bekommen und haben einfach losgelegt. Ja. Es gab keine, glaube ich, keinen Mittelsmann und gar nichts. Mhm. Sie haben gemacht, was sie wollten. Genau, sie haben sich ja dann auch geguckt, welche Romane sind überhaupt geeignet für eine Vertonung. Mhm. Ne? Und die haben sich dann ja auch teilweise auch tatsächlich Romane ausgesucht, die ja, das kam ja dann auch erst später raus, die gar nicht von Jason Dark, also nicht von Helmut Rellergerd geschrieben sind, sondern da sind ja auch einige Gastautoren-Romane vertont worden, wie zum Beispiel das Landhaus der Schrecken oder Im Landhaus der Schrecken oder Der siebenarmige Tod. Das sind ja Romane gewesen von dem Fritz Tenkrath, der ja mittlerweile auch verstorben ist, von Alf Morland, ne, dem Tony Ballard-Erfinder. Und man hat zwar versucht, erstmal anzufangen mit Die Nacht des Hexers, das ist ja der allererste Roman. Ne? Gespensterkrimi? Genau, Gespensterkrimi. Aber sie ist dann später, die waren ja damals noch gar nicht nummeriert, die allerersten Kassetten. Das muss man ja auch noch wissen. Ne? Also als die ersten Kassetten rauskamen, 1983, waren die noch nicht mal nummeriert. Das sind so kleine Feinheiten. Das ist, ich finde das faszinierend einfach, dass es das so gab. Und es gab damals, ich kann mich halt dran erinnern, 83 war ich sehr stark in meiner Sinclair-Phase drin. Ja. Und auf einmal gab es diese Kassetten, wie gesagt, im Kaufhaus. Mhm. Ich glaube, irgendwie, die waren auch nicht so günstig. Irgendwie 10er oder 10 Euro. Ja, die waren für damalige Verhältnisse für ein Hörspiel relativ teuer. Ja. Also Europa-Kassetten haben 6,95 Mark gekostet. Ja. Unverbindliche Preisempfehlung. Ja, wenn man einen Supermarkt kannte, gab es die auch schon mal für 5,50 Mark. Was immer praktisch war, auch bei wenn wieder so ein Konvolut, drei Fragezeichen rauskam, konnte man doch viel Geld sparen, für Teenager und für Kinder natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und die waren, die haben schon auch ein bisschen was gekostet. Und gleichzeitig, 83, gab es schon längst die Neon-Grusel-Serie von Europa. Mhm. Ich glaube, 83 fing auch mal Chaos und Larry Brände an. Das ist erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn wir jetzt von Hörspielgeschichte sprechen, dass da zwei Sachen rauskamen, weil 83 Tonstudio Braun auch rauskam, zwei Sachen rauskamen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, obwohl sie das gleiche Thema behandelt haben, nämlich Groschenheft-Horrorgeschichten. Genau. Ja, richtig. Was ja auch, wobei natürlich auch die beiden Serien sich natürlich auch schon unterscheiden, aber du willst natürlich auf diese doch sehr
eigenwillige, charmante Art von ja. Tonstudio Braun. Mittlerweile sagt man charmant. Wir fanden es damals seltsam, ja? Ja. Dass da irgendwie die ganzen Schauspieler oder die ganzen Figuren so einen leichten hessischen Slang hatten. Ich sag nur, ah, Mr. Sinclair. Ja, wobei, ganz oft. Das hat mich als Hörer oder damals auch als Kind gar nicht so sehr gestört. Oder daran habe ich mich gar nicht so sehr, oder das hat mich gar nicht so irritiert. Ich kannte natürlich Masters of the Universe, ich kannte den Europastandard. Ja. Und dann habe ich die ersten Sinclair gehört. Und was mich da teilweise als allererstes, was mir da so im Gedächtnis haften geblieben ist, ist natürlich einerseits dieses Intro, mhm. ne, mit diesem Monster, was diese diese Treppe hochgeht und dieser Frauenschrei, ja, ja. Ne, der mhm. ja wirklich in den Ohren super, halte. Super. Ja. Und dann die Schussgeräusche. Das ja. war für mich dann immer puh. Dieses puh. Immer der Abpraller, ne? Genau. Es gab immer puh. Oder wenn sie mit Pfeilen oder Abos immer. Genau. Es waren immer die gleichen Geräusche. Und ja. wir wissen ja, Tonstudio Braun war im Keller, so ein holzvertäfeltes Studio. Ja. Die haben alle um den Tisch rumgestanden und haben sich gegenseitig haben angeguckt und haben live, was man Ensemble, heute ja. im Ensemble, es waren Theaterschauspieler, das hört ja, man auch ja, so ein bisschen, ja. so vom Duktus her, von der Anmutung, aber heute wird ja geixt und mhm. also jeder Sprecher, jede Sprecherin wird einzeln aufgenommen und im Nachhinein durch die Magie der Tontechnik zusammengeführt und man hat das Gefühl, die sind zusammen. Aber damals war das wirklich so, ja, wie so ein und, Theaterstück. Die haben auch wohl teilweise die Geräusche währenddessen mit aufgenommen gleich, ja. während der Dialoge. Also ich hatte ja mal die Ehre, mit dem Helmut Winkelmann, also mit ja. dem ja. Letzten Sinclair-Sprecher, ja. ein Interview führen ja. zu dürfen. Ja. Und der hatte mir das dann erzählt, dass die dann so einen Türrahmen im Studio hatten. Da hing dann so eine Schraubzwinge dran, ja. so eine hölzerne, so richtig aus Holz noch. Und die haben sie dann immer angefeuchtet und haben die immer angezogen, bis die gequietscht hat. Mhm. Und das war für die so dieses Türenquietschen und so. Das ist, wo jetzt zum Beispiel bei Europa, Heike Diene Körting, man hört ja immer die gleichen Hintergrundgeräusche ja. oder auch die gleichen Sounds. Das typische Autoquietschen ist eine legendäre Sache bei Europa. In den 70er Jahren gibt es diese alten Märchen oder hier auch die Geisterinsel und diese ganzen, ja. Auch Winnetou und diese ganzen Rittergeschichten, da gibt es immer diese Massenszenen. Ja. Und das war immer ein Loop. Und ja. da gibt es immer einen Typ, der ruft irgendwann immer, hey da! Hey da! Das hat mich als Kind schon genervt. Kann den bitte einer umbringen? Kann da einer hingehen und ihm aufs Maul? Dann immer so, hey da! Das war natürlich immer, man muss sich das vorstellen, das war halt ein Tonband, was immer im Kreis lief. Ja. Ne, also so ein Loop, da haben ja die Beatles auch mitgearbeitet. Tomorrow Never Knows. Ja, wir vergleichen jetzt gerade Tonstudio Braun mit den Beatles. Auch nicht schlecht. Aber das sind so diese, das war die Macher. Das heißt, die Sachen sind alle auf Tonband aufgenommen worden, auf Senkel. Mhm. Und deswegen möchte ich das auch nochmal sagen, weil es immer wieder vorkommt, dass Leute sagen, wir würden gerne die Tonstudio Braun Hörspiele hören, die nicht rausgekommen sind. Mhm. Die gibt es nicht mehr. Wenn sie aufgenommen worden wären, ja, wären sie jetzt weg, weil die Tonbänder sind gelöscht worden oder überspielt worden. Tonstudio Braun hat auch sehr viel Werbe-Jingles gemacht, hat Michael Braun hier auch erzählt. Das heißt, es gibt die Cover davon, aber es gibt die Aufnahmen, falls sie aufgenommen worden sind, sie sind weg. Unwiederbringlich, tut uns leid, können wir nicht, leider nicht machen. Aber dafür hat das Tonstudio Braun Sinclair auf eine beachtliche Anzahl gebracht. Genau, durchaus. Wie gesagt, das waren insgesamt 107, also innerhalb von 10 Jahren ja auch. Bis 1993, ja. Das ging 10 Jahre. Ja. Und genau. Sie haben dafür ja auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde bekommen. Das ist also sehr, sehr, sehr eine Erfolgsgeschichte, wenn man heute zurückblickt. Wie gesagt, charmant, Kult. Die Schauspieler, die Geräusche sind das eine, die Musik ist das andere. Das hat mich wirklich ein bisschen gestört, weil da auch quasi so mein musikalisches Denken so Anfang der 80er, schon früher, aber da gab es auch schon einen anderen Standard, was Musik angeht. Wenn ich jetzt an Masters zum Beispiel auch denke, ne, dieses Orchestrale. Ja. Und da saß immer einer an der Orgel und hat gespielt. Ja. Obwohl die da teilweise auch sehr schöne atmosphärische Sachen gemacht haben, ne, wie bei dem Fehler oder sowas, ne, wenn man dann wirklich auch so diese Übergänge in den Szenen hatten. Also da war schon Atmosphäre drin. Das hatte sowas von Stummfilm auch, so ein bisschen so Edgar Wallace, 60er und so weiter. Das ist so diese Anmutung, man will sich auch so ein bisschen schönreden, aber es klang auch manchmal ganz schön schepp, muss man sagen. Ganz schön nach Bontempi.
Ja, aber ich denke dann zum Beispiel auch daran an zum Beispiel diese Vampir-Szenen aus der Fehler oder sowas, wie die Leute da auch reingegangen sind, ja, auch wie die gelacht haben oder so. Also die haben da wirklich sich auch wirklich reingehängt in diese Rolle und sind da vor dem Mikro richtig abgegangen. Also man merkt halt wirklich, dass das Theaterschauspieler sind. Es ist eine andere Kunst, ein anderer Ansatz, eine andere Form und wurde ja auch quasi, es gab Hommagen in der Serie, also in den neuen Serien. Es gab die Comedy von Oliver Döring, die Sinclair-Comedy. Dann gab es noch die Teufelsuhr. Da wurde ja auch, die Blutorgel. Entschuldigung, genau, die Blutorgel. Da wurde ja nochmal wirklich nochmal Bezug genommen. Und im Kino des Schreckens. Ja. Ne, das Kino, Kino des Schreckens heißt es ja eigentlich nur. Das ist ja die Word-Art-Folge. Und dort gehen Schau und Suko ja am Anfang ins Kino. Ja. Und sie hören eine Szene aus dem Tonstudio Braun-Hörspiel, das Buch der grausamen Träume. Ja, wo John und Suko sich prügeln und Suko seinen berühmten Satz dann, Secundo el Mundo und so. Ne? Also diese Buddy, also wo es fast so ein bisschen Buddy-Komödien Vibe hat. Ne? Jetzt sag mal, würden wir heute hier sitzen und über Hörspiele reden, wenn es Tonstudio Braun nicht gegeben hätte? Meinst du, dass... Ich glaube schon. Ja? Also ich glaube schon, dass irgendjemand, also ich weiß, also ich meine, Europa hat ja schon viel auch an Vorarbeit geleistet, was überhaupt so diese Vertonung angeht. Ne? Es hätte wahrscheinlich eine andere Richtung genommen. Es wäre vielleicht nicht so gelaufen, wie jetzt wie es jetzt mit der Edition 2000 gelaufen ist. Ich glaube aber schon, dass irgendjemand schon auf die Idee gekommen wäre, das zu machen. Wobei, nichtsdestotrotz, also Tonstudio Braun hat da natürlich unheimlich viel Pionierarbeit geleistet. Und man darf ja bei sowas auch nicht vergessen, zum Beispiel auch bei Larry Brent, dass die Hörspiele auch zur Popularität der Hefte beigetragen haben. Also wie viele Leute sind auch erst durch die Hörspiele zu den Romanen gekommen? Na, das darf man auch nicht vergessen. Also wir müssten uns dann eher die Frage stellen, gäbe es John Sinclair heute noch als Romanserie, wenn es die Hörspiele nicht gegeben hätte? Das ist vielleicht eine andere Frage, die wir uns irgendwann mal stellen sollen. Hast du eine Lieblingsfolge von Tonstudio Braun? Wie gesagt, es ist ja egal, welche man zuerst hört oder zuletzt. Ja, das ist relativ egal. Ich glaube, Voodooland, der Zweiteiler, ist ziemlich gut. Der gehört tatsächlich nicht zu meinen Favoriten, aber ich habe ja jetzt eben schon Der Pfähler erwähnt. Der Pfähler ist also die Trilogie. Genau, die ganze Trilogie finde ich sehr großartig. Die Teufelsuhr natürlich. Teufelsuhr, das ist eigentlich die Folge, das ist auch mit Peter Bongartz, glaube ich. Nein. Das ist mit Hans-Jürgen Kurzfeld. Alles klar, siehst du, das habe ich immer als Peter Bongartz in Erinnerung gehabt. Das ist wirklich die Folge, wo man sagen muss, dass die ist um einiges atmosphärischer und auch gruseliger als die Edition 2000-Version. Das war ja, glaube ich, sogar die zweite Folge, die aufgenommen wurde, zusammen mit Die Nacht des Hexers, weil dort war die Erzählerin noch Marianne Lochert, die ja danach von Marianne Moser ersetzt worden ist. Irgendeine Marianne. Genau. Das musste, Marianne also die Bedingung Erzählerin für Tonstudio Braun, sie muss Marianne heißen, sonst bekommst du den Deal nicht. Aber es gab auch natürlich so Sachen wie bei Totenchor der Ghouls, wo der, ich glaube, Johnny Connolly von einer Frau gesprochen worden ist. Kinder wurden fast immer von Frauen gesprochen. Und das ist natürlich, das würde man heute so jetzt nicht mehr machen. Aber es gibt ganz viele von euch, die Tonstudio Braun lieben und schätzen. Und wie gesagt, es gibt sie immer noch. Sie sind remastered auf CD. Ja. Und in den späteren Folgen ist es auch keine Versi- oder Bontempi-Orgel mehr. Es ist eine M1, eine Korg M1. Das ist auch da wieder in den 90ern. Die gehören eigentlich in jede Hörspielsammlung. Ja, also durchaus. Also wie gesagt, ich hab eigentlich so, es gibt auch einige, die echt cheesy sind, wo ich heute auch schon so meine Probleme habe, wenn ich die höre. Aber es gibt auch welche, die höre ich immer noch unheimlich gerne, die ich eben genannt habe. Aber zum Beispiel auch Blutiger Halloween, ne? Also dieses mit dem Gesang von der Angela, finde ich auch deutlich atmosphärischer als dann das Remake, muss ich gestehen. Ja. Also auf die neuen kommen wir ja auch irgendwann zurück, aber das ist mehr Action, mehr Kino und das ist mehr wirklich mehr so gutes, altes deutsches Hörspiel aus einem Kellerstudio in Wiesbaden mit Orgel. Florian, eine große Freude. Tonstudio Braun, schönen Gruß nach Wiesbaden. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, schaut euch den Night Talk an, den ich mit Michael Braun hatte. Das war's von uns. Angenehmes Gruseln allerseits.